Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur 11. Vorlesung in Elektronische Schaltungstechnik 2. Heute ist Weihnachtsvorlesung. Heute aus unserem Studio bei uns in der Infeldgasse mit ganz, ganz, ganz viel Aufwand von meinen Kollegen, der da betrieben wird, um einen möglichst spannenden Versuch Ihnen darzubringen. Wir wollen heute eine sogenannte Phase-Locked-Loop-Schaltung bauen. Wir wollen verstehen, wie wir ein Clock-Signal einfach erhöhen können. Wie können wir irgendwie eine Schaltung bauen, die uns eine Frequenz von irgendeinem Oszillator nimmt und eine höhere Frequenz draus macht. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass wir so gut wie alles verwenden und brauchen werden, das wir bisher in der Vorlesung Schaltungstechnik 2 gelernt haben. Also, hier kommt prinzipiell vor dieses Thema aus der zweiten Vorlesung, Analog und Digital Circuits werden wir brauchen. Da werden wir ein Prüfungsbeispiel dazu rechnen. Dann die ganze Logik werden wir brauchen. Gut, CMOS ist nicht wirklich drinnen, das ist in den Chips drin, die wir verbauen haben, aber wir brauchen die ganzen Flipflops und wir brauchen Filter. Ja, gut. Schauen wir mal rein. Ah ja, genau. Das Meme des Tages ist Ihr Arbeitsalltag als Ingenieur. Heute Weihnachten. Gut, schauen wir uns an, wie so eine Phase-Locked-Loop-Schaltung funktioniert. Sie haben irgendeine Art von Taktsignal, ja, kann man zum Beispiel einen Pierce-Oszillator verwenden. Sie haben irgendeine Art von Phasenvergleicher. Wir werden heute sehen, wir können das mit einem sogenannten, mit einem XOR-Gatter machen. Sie haben irgendeine Art von Tiefpassfilter. Da werden wir dann nur eine Signalkonditionierung reinbauen. Sie haben irgendeine Art von Voltage-Controlled Oszillator und Sie haben einen Zähler. Nur mal kurz zur Erinnerung, wie es funktioniert. Sie haben hier irgendeine Grundfrequenz und hinten haben Sie einen Oszillator, der je nachdem, was er für Eingangsspannung kriegt, schneller oder langsamer werden kann. Und jetzt nehmen Sie diese Oszillatorfrequenz, teilen Sie durch einen Faktor, 2, 4, 6, 8 oder 100, was auch immer, und bekommen hier damit einen langsameren Takt als vor diesem Counter. Ja, Sie bekommen hier zum Beispiel nur ein Achtel der Frequenz, die der VCO hier ausgibt. Und jetzt haben Sie eine Schaltung, die Ihnen die Eingangsfrequenz und diese geteilte Frequenz vergleicht. Und wenn die nicht gleich sind, wenn die untere langsamer ist als die Eingangsfrequenz, dann gibt dieser Phasenvergleicher über einen Tiefpassfilter ein Signal an den VCO und sagt, du musst schneller werden. Der wird schneller, der Ausgangstakt wird wiederum geteilt, dann wird wieder verglichen, sind die beiden schon gleich schnell. Wenn nicht, dann wird wieder ein Signal weitergegeben, dem VCO wird gesagt, so werde schneller. Das geht so lang, bis am VCO die achtfache Frequenz, zum Beispiel, wenn man den Faktor 8 hier hat, von der Eingangsfrequenz ist. Und so haben sie es geschafft, dass sie eine Taktfrequenz schneller gemacht haben. Und wie das jetzt genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt genau an. Die erste Frage habe ich jetzt leider vorweggenommen, nämlich was dieser erste Schaltungsteil ist. Da hätte ich Sie jetzt eigentlich über Feedbacker fragen wollen, was Sie glauben, dass das ist, habe ich aber schon verraten gehabt vorher. Es ist ein Pierce-Oszillator und ja, den werden wir uns jetzt beim Christoph anschauen.
Also wir haben hier unseren Schaltungsaufbau, dann sieht hier das Oszillator und dann die BLL, oder zur BLL kommen wir dann später. Und hier dieser Teil mit dem großen silbernen Ring, das ist unser Bias-Oszillator. Das große silberne Ring ist unser Schwingquarz, der schwingt mit 100 kHz. Ja, da schauen wir uns im Oszillator noch mal, ob er das tut. Der Schwingquarz ist in dieser Schaltung jetzt hier. Am Oszilloskop sieht man jetzt oben diesen grünen Channel, das ist genau jetzt der Ausgang von unserem Bias-Oszillator. Genau, und man sieht das Ganze schwingt schön vor sich hin und man kann das dann rausmessen, das sind genau 100 Kilohertz. Gibt euch ein 16-Signal aus und das wird unser Referenztakt für die noch geschaltete BLL. Das heißt, wir werden diese 100 kHz Taktfrequenz nehmen und aus denen machen wir dann mehr. Vielleicht nur ganz kurz zur Wiederholung vom Pierce-Oszillator. Neben dem Schwingquarz, diesem großen silbernen Ding, das werden Sie auch auf verschiedensten Platinen immer wieder sehen. Sie haben meistens zur Taktgebung irgendwelche Quarze, die meistens so oder so ähnlich verpackt sind. Neben diesem Schwingquarz besteht der Pierce-Oszillator, das wichtigste zweite Teil ist ein Inverter und zwei Kapazitäten gegen Ground. Warum ist das so? Dieser Schwingquarz, der schwingt ja mechanisch und diese Schwingung kann man anregen mit einem piezoelektrischen Effekt. Wie funktioniert dieser piezoelektrische Effekt? Das ist im Prinzip einfach durch die mechanische Verbiegung dieses Quarzes bekommen Sie eine Ausgangsspannung. Oder umgekehrt, wenn Sie eine Spannung an den Quarz anlegen, dann biegt er sich. Ja? Das heißt, Sie benutzen ähnlich wie bei einer, von mir aus einer Box, irgendeinem Lautsprecher, die Eigenschaft des mechanischen Schwingkreises, kombinieren das mit einem elektrischen Schwingkreis. Und wie macht man das? Ja, man schließt links und rechts einen Kondensator an und gibt noch einen Inverter dazwischen und dieser Inverter ist wieder versorgt mit irgendeiner Versorgungsspannung von 5 Volt. Sprich, wenn hier zum Beispiel am Punkt 1 am Anfang 0 Volt sind, dann gibt er 5 Volt aus. Das heißt, dieser Kondensator wird sich aufladen auf 5 Volt. Gleichzeitig wird hier der Kondensator über diesen Widerstand von Mega Ohm auch, beziehungsweise von den 100 Ohm auch geladen. Irgendwann erreichen wir hier auch die 5 Volt. Das heißt, der Inverter wird wieder umschalten auf 0 Volt, wird den anderen wieder entladen und das ganze Ding beginnt zum Schwingen. Pierce-Oszillatoren brauchen öfter mal eine gewisse Zeit, um sich einschwingen zu können. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es sehr stabil, weil der Quarz sehr stabil schwingt. Der schwingt sehr temperaturunabhängig. Manchmal werden diese Quarze sogar ein bisschen beheizt, dass sie wirklich konstant die Temperatur halten. Sonst könnten Sie einen Schwingkreis ja einfach auch aus Invertern auch bauen, aber mit jeder Spannungsänderung, mit jeder Temperaturänderung wird das Ding dann irgendwo zu wanken beginnen. Das Problem hat man in billigen Uhren ab und zu mal, wenn kein Quarz verwendet wird. Wenn Sie einen Quarz verwenden, erhalten Sie eine relativ stabile Frequenz. So, zweiter Teil unserer Phase-Locked-Loop-Schaltung ist der sogenannte Voltage-Controlled Oscillator. Das heißt, Sie brauchen irgendwo einen Oszillator, den Sie mit einer Eingangsspannung kontrollieren können. Und das werden wir uns jetzt anhand von einer Simulation aus anschauen, wie dieser spezielle Oszillator funktioniert. Sie sehen hier, wir benutzen hier ein NAND-Gatter, wo wir aber beide Eingänge quasi zusammengeschalten haben. Das heißt, das Ding funktioniert eigentlich wieder nur als Inverter. Und Sie sehen hier kleine Zeichen, die darauf hinweisen, dass es ein Schmitt-Trigger ist. Das heißt, dieses Ding hat Schaltschwellen. Und
Ja, damit gibt es jetzt für Sie die erste Aufgabe. Sie wissen, dieser Baustein heißt CD4093B. Und die erste Aufgabe für Sie heute ist, finden Sie das Datenblatt und sagen Sie mir, was sind denn die Schaltschwellen von dem? Also einfach googeln. Oh, da ist die erste Antwort im Chat. 2,9 Volt positiver Trigger und 1,9 Volt negativer Trigger. Ja, das müsste passen. Genau, ich zeige Ihnen hier kurz das Datenblatt, so wie ich es nie gefunden habe. Also da sehen Sie hier auf der ersten Seite, Sie sehen hier, da sind mehrere NAND-Gatter mit Schmidt-Trigger-Funktion drinnen verbaut. Wir brauchen nur eins davon. Und hier haben Sie eine Tabelle, welche Schaltschwellen hier ausgegeben werden. Wir haben gesagt 25 Grad Raumtemperatur, wir haben gesagt 5 Volt Versorgungsspannung. Da haben wir eine Positive Trigger Voltage von 2,9 bzw. eine Negative Trigger Voltage von 1,9. Das Ganze können wir uns auch in einer Simulation anschauen. Sie sehen hier genau die gleiche Schaltung, wie wir sie jetzt haben in unserer. Und was macht diese Schaltung jetzt? Wir haben hier eine Eingangsspannung, die habe ich jetzt einmal für die Simulation bei 0 starten lassen und die geht dann einfach linear rauf bis zur Versorgungsspannung von 5 Volt. Und was passiert jetzt? Wenn wir hier die Threshold-Spannung erreichen, das heißt, wir brauchen hier diese Positive Trigger Voltage, wenn wir hier diese vorher gesehenen 2,9 Volt erreichen mit der Eingangsspannung, dann schaltet das Ding einfach um. Das heißt, Sie bekommen hier einen Low Level. Sie sehen hier am Eingang diesen Kondensator, der wird sich auch langsam mit der Eingangsspannung mitladen. Sobald wir am Ausgang umschalten von High auf Low Level, wird sich dieser Kondensator C1 wieder über die Diode D1 und R2 entladen. Wenn Sie das Schaltungstechnik-Labor schon gemacht haben, dann haben Sie diese Schaltung vermutlich schon gesehen, weil auch dort wird genau diese Schaltung als Voltage Controlled Oscillator benutzt. Gut, wenn der Kondensator dann übrigens wieder entladen ist, schaltet er dieses Gatter wieder um. Das heißt, Sie bekommen hier eine positive Ausgangsspannung und damit wird blockiert diese Diode und damit wird über die Eingangsspannung der Kondensator wieder geladen, so lange bis die nächste Schaltschwelle kommt. Schauen wir uns das einmal an. Also wie gesagt, ich habe hier eine Eingangsspannung von 0 bis 5 Volt und ab unserer Schaltschwelle, das ist jetzt ungefähr diese 2,9. Überleg gerade, da kann man einen Grid anzeigen. Ja, circa diese 2,9. Beginnt dieser Schmidt-Trigger auf einmal umzuschalten und je höher diese Eingangsspannung wird, desto schneller schaltet das Ding hin und her. Und das ist genau die Funktion, die wir haben wollen. Wir wollen eine Schaltung, die wir mit der Eingangsspannung kontrollieren können, wie schnell sie hin und her schwenkt. In einem gewissen Rahmen. Also die Bandbreite ist nicht irgendwie unendlich groß. Die haben wir schon so dimensioniert, dass sie für unsere Anwendung passt. Gut. Das war also der Voltage Controlled Oscillator, die zweite Schaltung, die wir brauchen. So, jetzt geht's weiter. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, die Ausgangsfrequenz dieses VCOs herunterzuteilen. Und das wird uns wieder Christoph zeigen. Wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber vielleicht haben Sie es eh schon in Folie gesehen. Wir wollen eine Ausgangsfrequenz von 800 kHz haben. Also eine Eingangsfrequenz für unseren Bias-Oszillator 100 kHz, Ausgang 800 kHz. Das heißt, wir müssen den Faktor 8 teilen. Und der Michael hat es, glaube ich, vorher schon erwähnt, diese Teilerfaktoren sind meistens Zweierpotenzen. Einfach, man kann digital sehr, sehr leicht durch zwei oder vier von zwei teilen.
um diesen Teiler jetzt zu machen, verwenden wir einfach im Prinzip einen Binärzähler. Und den wollen wir uns kurz in der Datenplatte anschauen. Müssen wir ganz kurz die Kamera mal positionieren. Da sieht man es jetzt eh ganz gut. Wir verwenden einen sogenannten HEF4040B, 12-Stage Binary Counter. Das ist ein sehr alter digitaler Baustein, aber funktioniert immer noch super. Gut. Was bedeutet das 12-Stage Binary Counter? Heißt im Prinzip nichts anderes als ein 12-Bit-Zähler. Man hat am Eingang hat man einen Zähler, Zähleingang, und dann hat man 12-Bit-Ausgänge. Und man könnte jetzt einfach immer bis 2 hoch 12 bis 20. Das ist 2 hoch 10. Dann ist ja, nur mal 2 mal 2. 6 und 1, genau. Also man kann immer von 0 bis 4, 6 und 1 zählen, dann läuft er quasi über und fängt dann wieder von vorne in Zählen. Das ist hier also noch einmal dargestellt in diesem Blockdiagramm. Was ich kurz dann noch zeigen möchte, unter im Datenblatt findet man dann eine Windbelegung. Ich glaube, sind die beim R2R-DRC auch kurz durchgegangen. Es ist wieder so ein 16-bindiges normales IC-Gehäuse. Von der Einkerbung, da beginnt man dann links von der Einkerbung mit dem 1er-Bin zu zählen, zählt dann runter bis 8, geht auf die andere Seite nur 9er-Bin und zählt dann wieder hoch bis 16. Das ist bei diesen ICs eigentlich immer. Und es gibt nur keinen Sinn, der das anders macht. Nächsten Seite vom Datenblatt findet man dann hier oben dann nochmal zu sehen, quasi die Innenbeschaltung. Und das ist was, was ihr bei Michi in der Vorlesung schon einmal gesehen habt. Im Endeffekt sind das einfach 12 Flipflops, die hintereinander geschalten sind, die als Styler dann probieren. Und der Ausgang von den Flipflops ist dann jeweils über einen Buffer ausgeführt. Und was wir in der Datenblatt auch noch kurz sagen wollten, ist, findet dann immer ein paar Kennwerte dazu und zum Beispiel das Propagation Delay. Datenblatt lesen ist immer Kunst, das braucht ja immer ein bisschen der Übung. Man muss dann schauen, okay, was für Versorgungsspannung haben wir? Wir haben eine Versorgungsspannung von 5 Volt für die komplette Schaltung. Und dann hat man quasi, also man hat den typischen Wert und einen Maximalwert angegeben. Typisch 105 und maximal 210 Nanosekunden. Kein Minimalwert. Und das ist dann immer ein bisschen gemeint, weil die Datenblätter minimal nach unten gibt es keine Beschränkung. Ist in dem Fall von Propagation Delay eh gut. Bedeutet nur, dass es schneller funktioniert. Aber man kann darauf vertrauen, dass der Wert nicht größer ist als 210 Nanosekunden. Sollte er es doch werden, dann darf man sich dem Hersteller beschweren. Das ist ein guter Richtwert darüber. Alles, was im Datenblatt drinsteht, dafür garantiert der Hersteller. Alles, was nicht drinnen steht, das garantiert er nicht. Verschweigt er. Verschweigt er. Entweder weil er es nicht einhalten kann, sicher, mit seiner Sicherheit, oder es nicht möchte. Natürlich, umso mehr er verspricht, umso mehr muss er natürlich dann auch garantieren. Und das wollte ich noch kurz herzeigen. Oft sind gerade Digitalbausteine sind oft noch solche Timing-Diagramme drinnen, die dann noch erklären, ja, diese ganzen Zeiten, wie sind denn der überhaupt gemeint? Und zum Beispiel, was interessant ist, dieses, dass von 50% der Flanke bis zu 50% der nächsten Flanke jeweils gemessen wird. Das muss immer irgendwie definiert sein, macht aber eigentlich jeder Hersteller auch gleich. Gut. Den verwenden wir jetzt als Frequenzteiler. Wie gesagt, wir teilen noch den Faktor auch durch. Das heißt, wir verwenden einfach das dritte Bit als unser Reset-Bit oder als unser Vergleichsbit für die weitere Schaltung. Damit wieder zu Michi. Genau, also hier sieht man diesen 8-Bit-Zähler. Wir verwenden, wie gesagt, dieses dritte Bit. Das ist unser Counter. Jetzt bekommen wir hier eine durch 8 geteilte Frequenz des Ausgangssignals des VCOs. So, und das nächste, was wir jetzt tun müssen, ist natürlich, das irgendwie zu vergleichen. Und wir haben das gelöst mit einem XOR-Gatter. Das ist sozusagen die billigste Art und Weise, einen Phasenvergleicher zu bauen. Ist nicht so ideal, also wie soll ich sagen, in besseren Phase-Locked-Loop-Schaltungen werden Sie ganz, ganz andere Phasenvergleicher finden. Dieser Phasenvergleicher kann auch irgendwie auch nur
ein Signal ausgeben, wenn sozusagen die Frequenz in eine Richtung nicht stimmt. Wenn die Frequenz zu niedrig ist, dann können wir korrigieren. Wenn die Frequenz irgendwie viel zu hoch werden würde, würde diese Phasenregelung hier nicht mehr funktionieren. Aber es ist ein einfacher Baustein und wir haben ihn schon kennengelernt, dieses Exklusiv-Oder. Was macht ein Exklusiv-Oder? Es gibt immer einen High-Level aus, wenn die beiden Eingangssignale unterschiedlich sind. Ja? Also wenn Sie hier einen High und hier einen Low-Level haben, genau dann gibt unser XOR-Gatter ein High-Level aus oder umgekehrt. Ja? Das heißt, Sie bekommen hier sozusagen das Fehlersignal zwischen dieser Eingangsfrequenz und dieser Eingangsfrequenz. Idealerweise wären die beiden gleich. Das heißt, es wäre gleichzeitig Low bzw. gleichzeitig High. In dem Fall wird unser XOR einfach 0 ausgeben. Das heißt, das Kontrollsignal an den VCO wäre, passt schon, wir laufen im Gleichtakt, alles kein Problem. Sobald man es nicht mehr tut, wird das XOR wieder eine 1 ausgeben. So, und jetzt habe ich Ihnen vorher schon prophezeit, Sie müssen jetzt den Störabstand finden. Also bitte eine neue Google-Aufgabe. 74HC 86 heißt der Baustein. Suchen Sie bitte das Datenblatt und errechnen Sie den Störabstand. Sind alles klassische Prüfungsbeispiele heute, wirklich von vorn bis hinten. So, Sie dürfen gern im Chat wieder hineinschreiben, sobald Sie das errechnet haben. Ich habe es hier hinter mir noch einmal an die Tafel gezeichnet. Ich hoffe, man kann das so halbwegs erkennen. Dieser Störabstand, also Sie haben vom Hersteller garantiert, dass er einen gewissen Maximalpegel als Ausgangs-Low-Pegel beziehungsweise einen maximalen Low-Pegel als Input erkennt. Das heißt, der Störabstand war das da dazwischen. Das heißt, V-Störabstand Low wäre hier V-I-L-V. Volt. Ich werde mal kurz das Datenblatt ins Bild holen. Also mich wieder kleiner machen. Ne? So, hier sehen wir das im Datenblatt. Sie haben da ein Input High Level und Input Low Level. Genauso haben Sie irgendwo einen Output High Level. Ja, genau. Nächste Seite Output High Level und Output Low Level. Und ja, wir machen das am Beispiel von einem, also IVIL war bei 4,5 Volt 1,35 und VOL war 0,1 minus 0,1 Volt und das wäre dann 1,25 Volt. Genau das gleiche können Sie jetzt eigentlich auch machen für den High Level. Meistens sind, wenn Sie das dann ausrechnen, Input High minus Output High oder umgekehrt, der größeren müssen wir zuerst nehmen, Output High minus Input High. Wenn Sie das dann ausrechnen, kommen Sie in dem Fall, glaube ich, auf dasselbe. Das muss nicht immer das gleiche sein. Sie nehmen dann zur Sicherheit, wenn Sie zum Beispiel danach gefragt werden, was der Störabstand ist, den maximalen Störabstand. Gut. So, das war also unser Phasenvergleicher. Und was wir als nächstes brauchen, ist, dass wir dieses Fehlersignal, das unser Phasenvergleicher ausgibt, irgendwie aufbereiten, sodass wir es als Eingangssignal für unseren VCO benutzen können. Und das Erste, was wir hier brauchen, ist diese Schaltung, die uns jetzt wieder Christoph erklären wird. Ja, die Schaltung selber ist jetzt eben jetzt genommen.
Folie sollte eigentlich sein. Es ist einfach nur das Filter. Und damit wir den nicht so sehr belasten, mit nachgeschaltetem Spannungsfolger. Was wir da mal braucht oder nicht, ist eine Sache. Ich habe es ohne probiert, es ist dann aufgegangen, aber das stabiler läuft es mit dem Tiefpassfilter. Auch weil es die komplette Regelschleife ein bisschen langsamer macht. So, wir haben unseren Tiefpass mit nachgeschaltetem Spannungsfolger und wir verwenden wieder den gleichen Operationsverstärker, den wir auch das letzte Mal bei diesem unseren R2R-DRC-Aufbau verwendet haben. Warum wir das, warum wir den gleichen nehmen, ja, einfach weil man herumliegen hat. Rail-to-Rail bedeutet nichts anderes, dass er am Eingang und am Ausgang diesen seinen Versorgungsspannungsgrenzen gehen kann. Er wird mit 0 Volt als negative Versorgung und 5 Volt als positive Versorgung versorgt und kann auch mit dieser Spannung am Eingang arbeiten und am Ausgang arbeiten. Zweiter wichtiger Parameter ist die 550 kHz, das bezieht sich auf die Transitfrequenz oder die das Gain Bandwidth Product. Das ist die Frequenz, bei der der OPV eine Verstärkung von 1 besitzt. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wieso können wir den überhaupt verwenden, weil wir hier eine Ausgangsfrequenz von 800 kHz haben, die doch etwas über der Transitfrequenz liegt. Und das liegt einfach daran, dass dieser OPV diese Frequenz, diese 800 kHz, gar nicht sieht. Der OPV, der muss ja nur das Steuersignal für den VCO machen. Und der Tiefpassfilter hat eine Grenz, wurde so dimensioniert, dass er eine Grenzfrequenz von 7,2 kHz hat. Das heißt, schnellere Signale kommen an diesem Operationsverstärker sowieso nicht dran. Und deswegen funktioniert er auch. Und die anderen Sachen vom Operationsverstärker, also die anderen Parameter, die haben wir eh letztes Mal schon gemacht, den würde ich jetzt nicht noch umdrücken. Und wenn wir Michi gleich sehen würden, brauchen wir ihn eh noch an einer zweiten Stelle. So, jetzt muss man zuerst einmal ermitteln, ob man mich jetzt mit diesem Mikrofon hört. Ja, cool, deutet schon. Super. Danke. Ja, genau. Jetzt besteht dann vielleicht noch eine Frage, was hat dieses Filter für eine Grenzfrequenz? Naja gut, das ist relativ leicht ausgerechnet. Sie haben hier das R gegeben, Sie haben den Wert des Kondensators gegeben. Das heißt, Sie können mit 1 durch 2 Pi RC die Grenzfrequenz dieses Kondensators bestimmen. Das ist auch so eine klassische Prüfungsfrage, wenn Sie vielleicht irgendwie zur Prüfung mal eine komplexe aktive Filterschaltung bekommen. Und es ist gefragt, ja, was hat diese Filterschaltung ungefähr für eine Grenzfrequenz? Dann suchen Sie sich einfach irgendwo so ein RC-Glied, am besten irgendwie am Eingang von der Schaltung, und rechnen so mit 1 durch 2 Pi RC diese Grenzfrequenz aus. Das ist auch für aktive Filter eine prima Abschätzung. Sie sind zwar dann nicht genau dort, weil wir das ja bei den Filtern gelernt haben, dass die ein bisschen komplexer dimensioniert werden mit Tabellen und so, aber für eine erste grobe Abschätzung reicht es vollkommen. So viel zum Tiefpassfilter. Das heißt, wir haben jetzt das Fehlersignal von unserem X-Gatter Tiefgas gefiltert und jetzt müssen wir dieses Fehlersignal noch anpassen. Das heißt, wir haben einfach gemessen, was bekommen wir hier für einen Fehler heraus, und haben das verglichen mit dem, was wir beim VCO brauchen. Und wir brauchen da eine gewisse Anpassschaltung. Warum? Weil wir haben ja vorher gesehen, dieser VCO fängt ja erst bei einer gewissen Eingangsspannung überhaupt zu schwingen an. Das heißt, wir müssen, wenn da das X-Ohr zum Beispiel feststellen würde, okay, unsere Taktfrequenz ist jetzt gleich, dann gibt es leider die Spannung 0 aus und damit wird hier 0 weitergegeben und damit kommt am VCO dann irgendwie 0 Volt an und der schwingt halt dann auf einmal plötzlich nicht mehr. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen das anpassen und wollen zumindest an die untere Schaltschwelle des VCOs hier herankommen. Und das machen wir eben mit diesem Differential Amplifier, mit diesem Pegelumsetzer. Und weil das einfach so ein tolles, klassisches Prüfungsbeispiel ist, schauen wir uns das jetzt noch kurz einmal an, wie man diesen Pegelumsetzer rechnet. Dazu ziehen wir hier ein bisschen größer. Sie haben hier einen
Operationsverstärker, den gleichen, den der Christoph jetzt gerade für den Tiefpass benutzt hat, haben wir jetzt hier auch benutzt. Und da haben Sie einen invertierenden und nicht invertierenden Eingang. Und weil es eine Verstärkerschaltung ist, wird über den invertierenden Eingang ein Teil der Ausgangsspannung rückgekoppelt. Haben Sie die Ausgangsspannung und am invertierenden Eingang liegt auch unsere Eingangsspannung Vin an. So, was brauchen wir jetzt noch? So können wir ein Eingangsspannungssignal verstärken, aber wir brauchen ja nicht nur eine Verstärkung, sondern wir brauchen auch eine gewisse Korrektur. Wir müssen das gesamte Signal, auch wenn die Eingangsspannung 0 ist, anheben um einen gewissen Faktor. Und dazu legen wir auch am nicht invertierenden Eingang eine Spannung an. Und weil die Spannung, die uns in dieser Schaltung am einfachsten zur Verfügung steht, 5 Volt ist, ist ja irgendwie praktisch, mit dem haben wir alle Bausteine versorgt, nehmen wir diese 5 Volt her. Aber natürlich können wir jetzt nicht einfach um 5 Volt anheben, sondern wir müssen vorher diese 5 Volt mit einem Spannungsteiler teilen. Das heißt, hier haben wir diese 5 Volt. So, jetzt geben wir diesen verschiedenen Rs noch irgendwelche Namen. Nehmen wir den R1, R2, R3 und R4. Und die klassische Prüfungsfrage ist dazu, wie schaut jetzt die Ausgangsspannung A an? Das heißt, berechnen Sie sozusagen die Ausgangsspannung. Und das haben wir schon einmal durchexerziert. Damals haben wir gesagt, wir machen das nach dem Superpositionsprinzip, sprich, wir schließen einmal die Eingangsspannung kurz und schauen uns an, was bekommen wir für eine Ausgangsspannung einfach nur durch diesen Schaltungsanteil. Und im zweiten Schritt schließen wir dann diese Spannung kurz und schauen uns an, was bekommen wir für eine Ausgangsspannung einfach nur bedingt durch das, was wir hier am Eingang haben. Und dann zählen wir das Ganze zusammen. Ich mache jetzt die Kurzvariante davon, schreibe Ihnen das einfach direkt an, aber zumindest dann schauen wir noch, was woher kommt. Fangen wir an mit dem Eingang am nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers. Da haben wir mal eine Spannung von 5 Volt, die wird als erstes geteilt mit diesem Spannungsteiler R3, R4, das heißt mal R4 durch R3 plus R4, vor allem mit der Spannungsteilers, dann haben wir hier diese Spannung, ich nenne es jetzt einmal V plus, also die am nicht invertierenden Eingang liegt. Und die wird jetzt verstärkt, ja, um was? Also mit dieser Verstärkung R2 zu R1, das ist ein nicht invertierender Verstärker. Beim nicht invertierenden Verstärker wissen wir, die Formel für die Verstärkung ist 1 plus R im Rückkoppelzweig durch den R1 hier. So, das ist unser erster Teil, also das ist das, was am nicht invertierenden Eingang ankommt. Jetzt haben wir noch einen zweiten Teil von der Formel, nämlich das, was am invertierenden Eingang ankommt. Invertierend, haben wir gesagt, ist immer minus. Und die Formel ist relativ einfach. Das, was am nicht invertierenden anliegt, nämlich Vin mal R2, wieder der Rückkoppelwiderstand durch R1. Beim nicht invertierenden Eingang haben Sie nicht dieses 1 plus dabei, sondern haben wirklich nur R2 zu R1. Das ist sozusagen unser V minus. Und das ist unsere gesamte Formel, wie wir diesen Pegelumsetzer berechnen können. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal eine Eingangsspannung von 2,5 Volt angenommen und wenn Sie dann da einsetzen, schauen wir einfach einmal, was rauskommt, wenn wir 2,5 Volt am Eingang haben, also Vout von 2,5 Volt. Gut, da am Anfang haben wir diese 5 Volt wieder, R4 zu R3 plus R4 haben wir, also das haben wir alles in dieser Schaltung gegeben. R4 ist 100 Kilo Ohm,
R3 ist 47 Kiloohm. Wenn wir sozusagen das dann ausrechnen, dann kommen wir hier für V plus auf 4,7. So, und jetzt haben wir gesagt, minus Vin nehmen wir jetzt mit 2,5 Volt an. Und jetzt haben wir noch R2 zu R3. Das sind diese 3,9 Kilo, die uns da in dieser Schaltung gegeben sind, durch 10 Kilo. Schauen wir, was wir da zusammengerechnet haben. Wenn man das in den Taschenrechner eintipselt, bekommen wir 3,725 Volt. Und so kann man das jetzt ausrechnen für alle möglichen Eingangsspannungen, die wir da anlegen wollen. Ja, wenn wir 0 Volt anlegen zum Beispiel, ja, bleibt nur dieses 4,7 über. Gut, somit hätten wir den Pegelumsetzer auch wiederholt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie unsere Schaltung funktioniert oder ob sie funktioniert, und widmen wir uns ein paar Messungen, die uns der Christoph wieder zeigen wird. Schauen wir überhaupt an, wie das Ding am Steckbrett ausschaut. Das würde mich schon interessieren. Das war der letzte Teil, der schließt uns jetzt die ganze PLL, die ganze Regelschleife. Und jetzt haben wir wirklich unseren gesamten Steckbrettaufbau. Schaut alles ein bisschen blöd aus, aber ist eigentlich weg. Sie ist von dort so gut erkennen, aber hier haben wir das Oszillator. Hier ist unser Bias-Oszillator auf der Seite. Dann geht es einfach rüber. Phasenvergleicher, Bass, Anpassungsschaltung und Anpassungsschaltung. Und dann schließlich noch zum Schluss VCO und Weiler, so dass sie ausbringen. So wird das Steckbrett ausversorgt. Das Ganze von einer 9-Volt-Batterie und einem Spannungsregler, der uns das dann auf 5 Volt herunterregelt. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. So, am Oszillator, was sieht man jetzt? Ganz oben das grüne Signal, das haben wir vorher schon gesehen, das ist der Ausgang von unserem Bias-Oszillator. Der schwingt da recht gut mit 100 kHz so vor sich hin. Das blaue Signal ganz unten ist der Ausgang unserer BLL. Und das schaut zumindest dann mal so aus, als würde das auch wirklich schneller schwingen, als wie wir es wollten, als wie wir es, als unser Eingang. Und dann haben wir noch das rote Signal, das ein bisschen dreieckig hin und her geht. Das ist unser Steuersignal von unserem VCO. Das heißt, damit kann man, ja, also dieses Steuersignal, das bewegt sich natürlich auch immer ein bisschen hin und her. Wenn wir diese Regelschleife, bei der die BLL funktioniert und so, die kann sich immer nur dann neu synchronisieren mit jedem Taktschlag von unserem Eingang. Das heißt, bei jedem Takt am Eingang, in unserem Fall, geben wir 8 Takte aus. Und in dieser Zeit muss die BLL selbst für den Takt sorgen. Und das zieht er dann immer ein bisschen um diese Frequenz herum. Grob kann man sagen, das nennt sich dann Phasenrauschen. Und eine BLL hat im Allgemeinen immer sehr viel schlechteres Phasenrauschen als wie Oszillatorschaltung, die zum Beispiel mit einem Quarz gemacht wurde. Ja, also wir haben dann auch, was wir dann auch noch angeschlossen haben, sind Frequenzzähler. Das sind diese beiden Geräte da drüben. Das obere Gerät misst uns die Frequenz von unserem Bias-Oszillator. Das untere Gerät misst uns die Ausgangsfrequenz von unserer BLL. Und man sieht, wir haben 100, ein bisschen Kilohertz Ausgangssignal durch unseren Oszillator. Und die BLM gibt uns 800, ein bisschen was Kilohertz Frequenz aus. Also Faktor 8 funktioniert ganz gut. Das ist nicht schlecht. Könnte man jetzt zum Beispiel einfach den Teiler zum Beispiel umstecken und jetzt sagen, okay, machen wir halt Faktor 16, weil 800 Kilohertz ist ja schon ein bisschen fad eigentlich. Ja. Prinzipiell kann man das natürlich machen, aber es geht leider nicht so einfach. Weil wir haben ja gesehen bei unserer Schaltung, alles hängt voneinander ab. Der VCO müsste neu dimensioniert werden, der Bypassfilter müsste neu dimensioniert werden. Genau, mit sämtlichen Berechnungen, die wir da daran hängen. Genau, der VCO ist ja aufgrund von dieser Ladeschaltung
die einmal über diese 820 Ohm den Kondensator lädt und einmal über die 330 sozusagen entlädt. Da ist sozusagen der Eingangsspannungsbereich definiert über diese Bauteile, in welchem Bereich sie überhaupt eine Taktfrequenz ausgeben können. Das heißt, sie müssten als erstes einmal diese Schaltung anpassen. Damit aber nicht genug, sondern sie müssten genauso diesen Tiefpassfilter anpassen. Gut, dieser Pegelumsetzer, der könnte zumindest irgendwie so bleiben, wie er ist. Aber zumindest hier und hier müssten sie einiges ändern. Darum können wir jetzt nicht herzeigen, wie wir lustig herumhüpfen. Vor 2 Jahren haben wir so eine ähnliche Schaltung schon einmal aufgebaut mit ein bisschen größere Bauteilwerte hier. Und damals haben wir uns von 50 Hertz von der Netzfrequenz bedient. Auch das ist ein Klassiker bei digitalen Uhren zum Beispiel, was man sieht in ihrer Mikrowelle oder sonst irgendwo. Haben wir vor kurzem einmal diskutiert über so ein Beispiel. Da können Sie diese 50 Hertz Netzfrequenz nehmen, die sind ja relativ stabil, und dann können Sie mit genauso einer Phase-Locked-Loop-Schaltung diese relativ stabilen 50 Hertz ausnutzen, um ein Taktsignal für Ihre Uhr zum Beispiel zu erzeugen. Das haben wir vor 2 Jahren einmal gemacht. Und da sind wir dann, glaube ich, um den Faktor, weiß ich nicht, 256, wirklich? Von 50 ja. Hertz auf, nein, 512, so war, weil wir sind von 50 Hertz auf 25,6 Gigahertz. Das heißt, auch das ist prinzipiell mit dieser Schaltung möglich, aber, wie schon gesagt, müsste man einige Teile der Schaltung anpassen, damit das geht. Eins kann ich nur kurz herzeigen, weil das gerade ein Oszilloskop noch dargestellt. Und zwar den Einschwingvorgang von der Welle. Also im Prinzip einfach nur genau diesen Startvorgang am Oszilloskop noch dargestellt. Und jetzt ist die rote Kurve am interessantesten. Gut, am Anfang, also rote Kurve als Erinnerung, gibt uns ja quasi das Steuersignal für den VCO an. Und ja, zuerst ist 0 und dann schlägt sich das quasi auf einen einigermaßen konstanten Wert und schwingt dann um diesen konstanten Wert herum. Das ist genau dieser Einschaltvorgang von der PWM. Und da kann man auch wieder verschiedene Formen, Kurvenformen haben oder Einschwingeigenschaften. Bei dieser PWM, die Michi vorher erwähnt hat, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, die hat immer sehr, sehr viel größeres Verhältnis gehabt. Dort hat man wirklich so ein Einschwingen um diese Frequenz dann gesehen. Also wirklich mit Überschwingen und dann ein leichtes Ausschwingen. Das wollte ich noch jetzt sagen. Schön. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende dieser Demonstration angelangt. Gibt es noch irgendwelche Fragen Ihrerseits zu dieser Schaltung? Ah ja, vielleicht noch eine Sache, die ich noch erwähnt habe. Sie sehen da überall so Kondensatoren noch dranhängen an der parallel zu den jeweiligen Versorgungen. Das macht man eigentlich hauptsächlich, damit man eine stabile Spannung gewährleisten kann, die direkt am Bauteil ist. Das heißt, diese Kondensatoren, sie dienen sowohl zum Entstören als auch dazu, eine stabile Spannungsversorgung zu haben. Wenn jetzt zum Beispiel kurz diese 5 Volt sich ändern würden, würde sich der Kondensator sozusagen ein bisschen dagegen wehren und wird trotzdem noch Energie fürs Bauteil zur Verfügung stellen. Das heißt, das macht man in der Schaltungstechnik sehr, sehr oft, werden Sie sehr oft sehen, parallele Kondensatoren. Ist auch im Datenblatt von den einzelnen Bauteilen immer empfohlen, dass Sie da den klassischen 100 Nanofarad Kondensator parallel dazu hängen. Ja, gibt es Fragen zur Schaltung? Wollen Sie noch irgendwas sehen? Diese Kondensatoren, die Sie gesagt haben, die sind dann einfach auf dem Breadboard zwischen Plus und Minus einfach drangehängt. Ja, Christoph, kannst du das vielleicht noch zeigen? Genau, wenn wir in der Kamera nochmal zurückkommen, dann das kurz zeigen. Dieser 100 Nanofarad Kondensator ist wirklich klassisch. Der macht man gerade bei Digital-ICs so gut wie immer hin. Der hängt zum Beispiel hier. Also hier ist einer, genau, einfach zwischen Plus und Minus. Es ist da eh nicht so sauber gelöst, weil normalerweise versucht man,
dass der Kondensator normal versucht, man den so nah wie möglich an den IC-Pin ranzugeben. Der Weg zwischen vom Kondensator zum IC-Pin sollte so kurz wie möglich sein, damit eine möglichst kleine Leiterschleife aufgespannt wird, weil jede Leiterschleife wieder Induktivität hat und gerade Induktivitäten wehren sich ja gegen Stromänderung. Der mittlere Chip ist der VCO, gell? Das habe ich jetzt an der Diode erkannt. Ja, genau. Man sieht sie überall. Hier ist ein Kondensator, Stützkondensator. Das ist kein Stützkondensator, nur den gleichen Wert. Und beim BIOS-Oszillator sieht man das eigentlich ganz gut, wie man es dann richtig machen würde, so nah wie möglich am IC hin, ans IC-Beinchen hin. Ja, das ist ein Schritt. Okay, danke schön. Genau. Warum hat der Christoph gesagt, besonders bei digitalen Bausteinen? Ja, weil Digitale ja ständig irgendwie umschalten. Das heißt, da wird oft einmal gefordert, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Strom am Ausgang umgeschalten wird. Wenn wir jetzt von High auf Low oder von Low auf High schalten, dann muss der Ausgang quasi an Strom an das nächste Bauteil liefern. Und dadurch entstehen sehr große DI nach DT, beziehungsweise DU nach DT. Große Änderungen des Stroms in relativ kurzer Zeit. Und ja, das ist genau unser Problem, das wir mit diesem Kondensator zu verhindern probieren. Dieser Kondensator kann dann einfach kurzzeitig diese Energie zur Verfügung stellen, ohne dass sie erst irgendwo von der Spannungsversorgung extra hergeführt werden muss. Die ist gleich direkt daneben im Stützkondensator neben dem Bauteil vorhanden. So. Das Ganze vielleicht noch als Ergänzung, das Ganze kann auch etwas mildere Formen annehmen, umso hochfrequenter die Bausteine werden, umso wichtiger ist es, dass die Versorgung gut entstört ist oder gut geschützt ist. Und da sind 100 Nanofarad eigentlich ein bisschen zu groß. Und dann baut man gestaffelte Kondensatorwerte. Findet man dann oft 100 Nano, 10 Nano, 1 Nano. Hat so klassisch alle drei parallel dazu. Und umso kleiner der Wert, umso höher, zu höheren Frequenzen funktioniert er noch als Kondensator. Man kann dann auch noch bis in den mehrspüligen 100 Megahertz Bereich als Stützkondensator funktionieren kann. Genau. Wie vorher schon erwähnt, wichtig ist es so knapp wie möglich ans Bauteil. Aber Sie finden dann in sämtlichen Datenblättern von irgendwelchen Logik-ICs oder irgendwelchen Mikrocontrollern oder sowas immer Empfehlungen, wo Sie diesen Kondensator am besten hingeben können. Gibt es sonst noch Fragen? Im Chat ist was aufgepoppt. Ja, können Sie bitte so ein anderes Teilerverhältnis einstellen, zum Beispiel 4 oder 16? Würde mich interessieren, wie die Schaltung darauf reagiert, weil sie nicht optimiert ist. Naja, Christoph, immer machen kann man vieles, ob es jetzt besonders, ob man besonders viel daraus lernen. Nur kurz schauen, es sollte sich eigentlich mit Armut und Schwecken eher. Schauen wir mal, ich würde empfehlen, probieren wir es mit einem geringeren, oder? Ja. Also wir stecken jetzt von Teiler 8 auf Teiler 4 um, oder? Also der VCO in Blau schwingt schon mit irgendeiner. Genau, aber wir haben ja auch die Anpassungsschaltung so dimensioniert, dass der VCO auch mit 0 Volt oder. Also eigentlich immer schwingt. Mhm. Aha. Das heißt, am BIOS-Oszillator oben haben wir wieder diese 100. Also im Endeffekt, BIOS-Oszillator schwingt mit 100 kHz. Fehlersignal macht irgendwas und man sieht es eigentlich am Frequenzzähler sehr schön, dass zwar der BIOS-Oszillator mit seinen 100 kHz schwingt, aber die BLL jetzt einfach irgendwas ausgibt. Das heißt, der VCO wird das einfach mit irgendeine Spannung versorgt, die schwankt auch immer wieder. Bleib kurz dort bitte auf dem Frequenzzähler. Man sieht es sehr gut, dass dieser Frequenzzähler jetzt schwankt. Und diese Schaltung heißt ja Phase Locked Loop. Und das ist ein klassisches Beispiel, wenn sie nicht gelockt ist. Sprich, sie gibt keine Standardfrequenz mehr aus, keine sich selbst regelnde Frequenz mehr aus, sondern es ist halt einfach irgendwas. Ja, genau. Wie schon gesagt, der VCO, bzw. die Anpassungsschaltung für den VCO ist es so, dass immer irgendwas eine valide Spannung anliegt. Das heißt, der VCO wird immer irgendwie schwingen. Aber eben nur mit einer random Frequenz. Für was ist gleich nochmal die Diode beim Schmidt-Trigger? Vielleicht
ist das am besten erklärt, wenn ich diese Simulation noch einmal zeige. Das Problem ist bei dieser Art von Schmidt-Trigger-Schaltung, Sie haben ja immer eine Eingangsspannung und dadurch wird eigentlich immer fließt immer ein Strom in den Kondensator. Das heißt, dieser Kondensator wird die ganze Zeit geladen. Jetzt wäre es aber bei so einem Oszillator natürlich gut, wenn wir einen Ladevorgang haben und einen davon separaten Entladevorgang. Das heißt, diese Schaltung ist so ein bisschen ein Pfusch. Wir haben aber beim Laden einen relativ hohen Widerstand von 820 Ohm im Vergleich zu einem nicht einmal halb so hohen Widerstand von 330 Ohm beim Entladen. Und jetzt gehen wir das noch einmal durch. Sie haben hier eine Spannung liegen. Das Ding, die Spannung lädt diesen Kondensator auf. Irgendwann erreichen wir die obere Schaltschwelle und der Ausgang schaltet dann auf Low. Und jetzt wird nach wie vor über die Eingangsspannung, über die 820 Ohm zwar der Kondensator geladen, aber über die Diode gegen Low-Potenzial, das jetzt am Ausgang ist, wird er noch schneller entladen, weil ja die 330 Ohm quasi schneller entladen als die 820 Ohm laden. Das ist auch der Grund, warum wir hier kein Tastverhältnis von 0,5 bekommen können, sondern immer nur kurz Low schalten, dann wird wieder länger High geschalten, kurz Low, wieder länger High. Das ist im Prinzip dann auch kein spannungsgestörter Oszillator mehr. Das ist jetzt. War noch ist oszillieren ohne Diode, aber kann ich nicht mehr. Das Schöne bei LTSpice ist ja, Sie können es ja selbst ausprobieren. Diese Simulation steht Ihnen dann in den Unterlagen im KIF Center wieder zur Verfügung und wir können einfach probieren, was passiert denn, wenn ich hier diese Diode weglasse. Aha. Was einmal passiert ist, dass wir ewig lange Simulationszeit haben. Ja. Sie sehen hier, jetzt funktioniert diese Schaltung nicht mehr so wie gewünscht. Es oszilliert zwar noch irgendwas, aber es ist definitiv nicht mehr abhängig von der Eingangsspannung. Setzen wir die Diode wieder ein. Was man auch immer schön beobachten kann, ist den Strom durch die Diode. Und Sie sehen hier jedes Mal, wenn der Ausgang auf Low schaltet, fließt kurz ein Strom durch die Diode, dann wird wieder gesperrt. Zoomen wir nochmal raus. Weiter oben haben Sie das genauso. Immer dann, wenn der Ausgang auf Low geht, fließt kurz ein Strom und in die andere Richtung wird wieder gesperrt. Okay, dann möchte ich mich für Ihr Interesse an unserer Weihnachtsvorlesung bedanken. Wenn Sie irgendwie noch Fragen haben, wann noch irgendwas aufkommt, irgendwelche Anregungen, bitte hinterlassen Sie es einfach in Feedbacker. Sonst bleibt uns nur Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Und ja, wir sehen uns im neuen Jahr mit einem Flipped Classroom zu Analog-Digital-Konvertern. Sie bekommen noch Infos per Mail dazu. Schöne Feiertage. Und mir frohe Weihnachten bis nächstes Jahr.